So, hallo meine Lieben, mit etwas Verspätung aber doch startet unser Stream, unsere Bildbesprechung, Bildbearbeitung für den Photowalk vom vergangenen Samstag, die Art of Light Painting. Ich freue mich, dass euch die Zeit genommen habt und wieder dabei seid. Wenn es Fragen gibt, bitte einfach in die äh, Kommentare bzw. in den Chat schreiben, ansonsten wir wir uns jetzt ähm, im Folgenden einmal die Bilder durchschauen. Ich habe ein paar ausgesucht, unterschiedlichste, damit wir äh, da ein bisschen was, was äh, Unterschiedliches zu besprechen haben. Und im Anschluss daran werden wir zwei, drei davon bearbeiten. Ich werde ein bisschen was dazu sagen, was man besser hätte machen können, beziehungsweise anders im Nachhinein ist man ja diesbezüglich immer gescheiter. Ähm, und wenn es Fragen gibt, wie gesagt, bitte einfach schreiben. Ich werde dann immer hin und wieder darüber schauen und äh, schauen, ob irgendjemand von euch eine Frage geschrieben hat. Genau. Ähm, an der Stelle eine kleine Bitte meinerseits, sozusagen etwas Eigenwerbung wäre schön, wenn ihr diesem Video vielleicht einen Daumen nach oben für den YouTube-Algorithmus dalassen könntet. Würd mir sehr helfen. Ansonsten natürlich auch gerne bei mir auf Instagram vorbeischauen, wenn ihr das nicht sowieso schon tut. Und äh, falls es fürs nächste Mal irgendwelche Anmeldungen, Fragen oder Ähnliches gibt, auf meinem Facebook-Kanal. So, jetzt starten wir die ganze Sache, aber ich schalte euch auf den Bildschirm und wir sehen hier bereits die Fotos. Ich werde das Ganze jetzt im Vollbildmodus machen, damit wir das entsprechend genießen können. Sehr, sehr schöne Aufnahme. Und was wir da halt sehen, vor allem wenn wir sie gleich mit der nächsten vergleichen werden, ist, dass wir an dieser Stelle ein bisschen eine schrägere Perspektive drauf haben, die wir dann im Anschluss natürlich korrigieren müssen. Wäre man hier in der Mitte gestanden oder annähernd in der Mitte, dann hätten wir das Ganze natürlich frontal, was die Bearbeitung und da den Raum hier natürlich leichter macht. Wir sehen ja, wenn wir da mal hier rechts auf das Verkehrsschild schauen, da ist dahinter noch richtig viel mehr. Platz hier im Bild und im anderen Foto schaut es so aus, dass da noch ein Verkehrsschild eigentlich schon Schluss ist. Genau, aber das kann man korrigieren, zeige ich euch natürlich. Dann haben wir hier eine Aufnahme mit diesem Tor, die jetzt ein bisschen dunkel geworden ist, die wir dann aber mit dieser Aufnahme mit dem Rasen, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, kombinieren werden, damit ihr auch seht, dass das eine Möglichkeit ist, wie man hier entsprechend vorgehen kann. Genau. Dann haben wir hier noch ein Foto, das mir sehr, sehr gut gefällt von der Aufteilung her. Das werden wir natürlich ein bisschen beschneiden. Wir werden die Spiegelung etwas verstärken ähm, und uns anschauen, was man da so machen kann. Das ist halt super, weil das eine relativ kurze Belichtung ist. Also ich mit dem Leuchtstab nicht ganz so oft in der Gegend herumgefahren bin. Denn würde ich das tun, dann wäre an der Stelle, wo ich länger verweile, öfter vorbeikomme, mehr Licht ist, einfach weiß und das sehen wir dann auch in einem anderen Bild. Hier der Graz-Schriftzug, ich bin nach wie vor sehr, sehr stolz drauf, äh, wie hübsch ich das geschrieben habe. <laughs> ähm, die Problematik da liegt natürlich dabei, manche haben das ohne G, manche haben es ohne Z, also äh, Belichtungszeit zu kurz, zu spät angefangen mit dem, mit dem äh, fotografieren, mit dem Auslösen. Das ist natürlich nicht ganz so leicht, dass man das entsprechend gut zusammenkriegt, schaut aber ganz lustig aus. Nächstes Foto, das ich ausgesucht habe, ist das. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Hier sehen wir aber, dass wir da öfter äh, an einigen Stellen waren. Und da ist es dann natürlich heller bzw. weiß. Das Licht, das wir ja in diesem Foto eigentlich nicht haben. Da haben wir wirklich nur die Farben. Aber von den Formen her ist das natürlich ein super schönes Foto. Und ihr wisst, ich bin da wirklich nur irgendwie wahllos in der Gegend herumgefahren. Dann haben wir nur dieses Foto. Ähm, wo es eben darauf ankommt, dass hier das Gesicht scharf ist. Das haben wir geschafft, auch durch den Blitz. Und da, wie gesagt, auch hier wieder die Flügel und ähnliches. Äh, da weiß, einfach wie gesagt, zu lange an der gleichen Stelle geblieben, zu oft drüber gefahren. Das war mein Fehler beim Malen. Dann haben wir hier noch ein Foto, das mir auch sehr gut gefällt. Diese Dreifachbelichtung. Ähm, da möchte ich euch zeigen, was man mit einer Software, nämlich äh, Topaz Sharpen EI, aus dem Foto noch rausholen kann weil sie dann doch relativ verschwommen ist. Und dann haben wir noch dieses Foto. Da habe ich dann nachher auch noch was dazu zu sagen, was den Bildausschnitt betrifft. Und dann sind wir eigentlich schon durch mit der ersten Runde. Und jetzt wollen wir uns die Bilder einmal anschauen und ein bisschen so kritisieren unter Anführungsstrichen und bearbeiten. Habe ich eh vorher schon dazu gesagt, es ist einfach so, dass da die Perspektive, aber da kann jetzt der oder diejenige der das gemacht hat, nichts dafür äh, natürlich am optimalsten wäre von der Mitte aus und nicht von der Seite. Was können wir hier nachträglich tun? Wenn wir da im Transformieren-Register drinnen sind in unserem Entwickeln-Modul hier in Lightroom, dann gibt es da drinnen beim Transformieren das Vertikale und das Horizontale Transformieren. Und wenn ich hier mit dem Vertikalen transformieren das Ganze einmal etwas so dass es gerader wird und dann mit dem horizontalen hier noch etwas frontaler mir das Ganze herrichte, dann, ähm, dann ist es natürlich so, ähm, dass wir hier nahezu eine frontale Aufnahme bekommen. Mit einem Haken hier rein bei Zuschnitt beschränken, ähm, schaut das Ganze dann auch nicht ganz so verkehrt aus und wenn ich euch da jetzt mit der Y-Taste ein vorher-nachher zeige, natürlich kriegt man es nicht hundertprozentig frontal, aber es ist in solchen Fällen besser, als wenn man das nicht machen würde. Die anderen Regler hier wie Seitenverhältnis, Skalieren und so weiter, die sind dafür da, dass wenn es durch diese Veränderungen zu einer etwaigen Stauchung kommen sollte, dann haben wir mit Skalieren und Seitenverhältnis eben die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen auszugleichen. Genau, an dem Foto möchte ich euch ein paar Bearbeitungsschritte zeigen. Und zwar äh, im Sinne von, ähm, wie man solche Bilder eigentlich bearbeitet. Das Hauptproblem ist ja, dass man dort, wo man relativ lange äh, gleichmäßige Bewegung hat, also da im Zentrum, da dreht sich ja diese Kugel mit, dem, mit der Stahlwolle drinnen immer um die gleiche Achse und da wird es natürlich sehr hell. Ist unsere Aufgabe, mit Hilfe des Lichterreglers das Ganze ein bisschen runterzunehmen und zu schauen, dass wir da wieder Farbe reinkriegen? Also, wenn wir das vergleichen, sehen wir hier rechts wieder Farbe, hier links keine Farbe. Den Tiefenregler werden wir diesmal nicht nach oben bewegen, wird das wäre kontraproduktiv. Wir wollen das Bild ja nicht aufheilen, sondern nach links bewegen, weil wir ja die Umgebung eher abdunkeln wollen. Genau. Dann. Haben wir hier noch den Belichtungsregler, den können wir eine kleine Spur nach oben nehmen, dafür die Lichter noch ein bisschen runter. Und dann den Kontrastregler. Und der ist jetzt ein Regler, der das Ganze wunderschön zum Leuchten bringt. Der Kontrastregler. Und wenn man sich die beiden Bilder jetzt nebeneinander anschaut, dann sieht man schon einen wesentlichen Unterschied. Außerdem kann man natürlich hier Weißpunkt und Schwarzpunkt ein bisschen verschieben. Das würde ich jetzt nicht mit gedrückter Shift-Taste und Doppelklick machen, weil... Da natürlich ähm, das, das Problem ist, dass wir unser Weiß da drinnen wieder zurückbekommen und hier den Schwarzregler können wir sogar noch ein kleines Stück nach links ziehen. Auch wichtig für das Bearbeiten solcher Fotos, wenn es um Licht geht, ist Struktur und Klarheit. Mit Struktur, Mitteltonkontrast und eben mit Klarheit bekommen wir da auch noch ein bisschen aus diesem Bild raus. Das sind so wunderschöne Linien, das schaut so cool aus. Mega Sache. Und dann können wir natürlich über den Dynamikregler hier nur ein bisschen schauen, dass wir entsprechend die Dynamik im Bild anziehen, was jetzt aber im Wesentlichen hauptsächlich hier auf den Hintergrund bezieht. Ähm, dann die ganze Sache natürlich noch schärfen mit unserer Standardschärfe: 100, 0,640 und dann entsprechend ziehen, dass es hier drauf liegt und schon ist das Bild bearbeitet. Da gibt es jetzt keine wesentlichen Veränderungen. Da geht es einfach nur darum, dass das Weiß, dieses Überbelichtete, so gut wie möglich aus den Bildern verschwindet und wir eben die Möglichkeit haben, da das entsprechend wieder herzustellen. Das Gleiche wäre eigentlich bei diesem Bild der Fall. Also da würde man das genau gleich angehen. Wir würden hier über die Grundeinstellungen die Lichter runterziehen. Da kommt die Farbe wieder zur Geltung, die Tiefen runterziehen den Kontrast rein, ein bisschen aufhellen, den Weißpunkt, den Schwarzpunkt bearbeiten und dann über Struktur, Klarheit und eben den Kontrastregler hier das Ganze wunderschön zum Leuchten bringen. Wenn euch der Kontrastregler ein bisschen zu viel im Himmel tut, was er definitiv macht, dann kann man das Ganze natürlich auch zurücksetzen und sozusagen lokal anwenden. Das heißt, wir werden dann hergehen und werden hier einfach einen Radialverlauf machen, den wir in dem Bereich aufziehen und werden hier den Kontrast draufdrehen und die Belichtung da ein bisschen noch raufnehmen und natürlich auch Struktur, Klarheit und Sättigung, damit wir da die Farben kriegen und dann beeinflusst das Ganze den Himmel nicht und wenn wir uns das anschauen, dann leuchtet das natürlich jetzt schöner und kräftiger als es das vorher getan hat. Genau, aber die ähm, genaue Bearbeitung von solchen Bildern haben wir ja ohnehin jetzt bei dem Bild gesehen und das brauchen wir bei dem nicht nochmal anzuschauen. Am Schluss kommen wir dann noch auf dieses Bild zu sprechen hier, auf die Kombination dieser beiden Bilder. Ähm, da ist es natürlich so, dass das hier eindeutig zu dunkel ist. Ist klar und das kann ich ja nicht mehr retten. Ich kann aber das Tor, wie gesagt, gut brauchen. Und das kann ich dann in diesem Bild einsetzen, wo ich ja hier entsprechend eine gute Ausleuchtung habe. Ein bisschen eine Unschärfe ist drinnen, natürlich, weil durch die längere Belichtungszeit der Joel sehr bisschen bewegt hat. Hier drinnen ist es so, dass es jetzt da wieder nur um die Form geht. Und die ist natürlich sehr, sehr schön. Das gefällt mir extrem gut, dieses Bild. Und da ist es bei solchen Aufnahmen auch gescheiter, einfach ein bisschen mehr Platz zu lassen und dann im Nachhinein herzugehen und es zuzuschneiden. Ich würde es nicht zu eng schneiden, weil das, was natürlich relativ charmant ist bei diesem Bild, muss man sagen, ist ähm, der Zebrastreifen. Das heißt, hier unten dieser Zebrastreifen und diese Spiegelung, das gefällt mir extrem gut. Das würde man genau gleich bearbeiten. Lichter etwas nach unten. Ihr seht, dann kommt die Farbe wieder zur Geltung. Den Kontrast drauf, die Belichtung insgesamt ein bisschen raufnehmen, die Tiefen wollen wir nicht raufziehen, sondern tendenziell hier ganz vorsichtig nur anheben, wenn überhaupt weiß und schwarzpunkt, würde ich da manuell machen, ähm, je nachdem nach links, wenn ihr die Farben intensiver haben wollt, ein äh, bisschen nach links gehen, das ist eine gute Sache, und den Schwarzpunkt können wir auch ein kleines bisschen nach rechts schieben, Struktur rein, Klarheit rein und dann natürlich auch etwas Dynamik. Wir schärfen das Ganze jetzt wieder mit unserer Grundeinstellung 100,6 und. hoppala, da war ich jetzt zu schnell. 100,6 und 40. Allerdings bei dem Bild 100,6 und 40 und schärfen die ganze Sache. Ähm, könnten jetzt natürlich Objektivkorrekturen, habe ich standardmäßig immer eingestellt, äh, da drinnen machen. Und jetzt gehe ich mit dem Bild nach Photoshop mit äh, STRG und E bzw. Command E am Mac. Ihr habt es unten eingeblendet gesehen. Übergeben wir das Bild jetzt an Photoshop. Und in Photoshop angekommen werden wir jetzt einfach nur die Spiegelung da unten dran basteln. Und das machen wir so, indem wir hier. Ein Auswahlrechteck nehmen, da oben einmal das ähm, Motiv, das wir spiegeln wollen, auswählen, mit Command J oder eben Steuerung J am PC auf eine eigene Ebene legen, diese Ebene mit Command oder Steuerung T in den Transformieren-Modus bringen, rechte Maustaste und vertikal spiegeln, dann mit gedrückter Shift-Taste hier etwas länger machen, das Ganze mit gedrückter Shift-Taste runterziehen dass man ungefähr auf dem anderen, ähm, ich habe jetzt Enter gedrückt, damit ihr das anwendet, auf dem anderen landen. Jetzt werde ich die Deckkraft zurücknehmen, damit man sehen, ob ich, da, ob ich da, wirklich gut drauf bin auf dem anderen. So, da können wir ungefähr her. Dann können wir die Deckkraft wieder raufstellen für die ganze Geschichte. Ähm, jetzt werden wir das nach unten hin abdunkeln. Dazu nehmen wir das Verlaufswerkzeug. Und bei den Verläufen wollen wir hier aus den Basic-Verläufen einfach nur einen Schwarz-Weiß-Verlauf nehmen, damit wir das da unten abdunkeln können. Das war der Falsche. Wir wollen hier Vordergrundfarbe zu transparent und da stellen wir uns Schwarz ein. So, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Schwarz zu transparent. Und dann lassen wir hier einen leichten Verlauf raufziehen, damit es da unten nicht so hart ausschaut. Ah, das war jetzt zu viel, so das passt gut. Und jetzt setzen wir die Deckkraft einfach wieder hier runter, damit das Ganze wunderschön sich ins Bild integriert. Speichern das Ganze mit Steuerung S ab und schließen mit Steuerung W unsere Datei. Jetzt können wir den Photoshop natürlich auch runter tun und jetzt sehen wir, wie das Ganze hier in Photoshop ausschaut. Ich zeige euch die beiden Bilder jetzt im Vergleich. Ähm, ich habe jetzt hier beide Bilder markiert, drücke die Taste N, um jetzt in den Vergleichsmodus zu kommen und ihr seht, es ist nicht wirklich viel Unterschied, aber gerade das bisschen, dass es halt einfach mehr zum Leuchten kommt. Genau. Ähm, ich persönlich würde das Bild jetzt äh, hier anders schneiden und zwar würde das Bild im modul über unser Freistellenwerkzeug wahlweise auch gerne Taste R einfach mal ein Hochformat bild draus machen. Dann haben wir das Problem mit diesen ähm, Masten und Ähnlichen im Hintergrund nicht mehr. Dann wird es von sich aus finster und ist eine sehr 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 schöne Wahl für ein solches Foto. Genau. Dann habe ich versprochen, ich möchte euch gerne zeigen, was man mit diesem Bild machen kann. Ähm, bei dem Bild ist es so, dass wir jetzt einmal hergehen und die Grundbearbeitung hier machen. Das heißt, wir werden wieder die Lichter äh, ein bisschen nach unten ziehen, die Tiefen diesmal etwas aufhellen und den Kontrast ein bisschen reinbringen, weil wir müssen ja schauen, dass wir jetzt das Gesicht etwas herausarbeiten. Ähm, da können wir wieder mit gedrückter Shift-Taste Weiß und Schwarzpunkt setzen, weil wir da keine direkten Lichtquellen bearbeiten, sondern nur... Dinge, also in dem Fall eine Person, die vom Licht angescheint wird und die zwei Sachen werden wir ja rausretuschieren, die Farbe hier etwas verstärken. Natürlich die Grundschärfe mit 100, 0,640, das ich vorher schon eingeben habe, versehentlich bei diesem Bild. Und dann eben hier ähm, die Grundschärfe mitgeben. Und jetzt wechseln wir kurz in Photoshop. In Photoshop machen wir folgendes und zwar werden wir in Photoshop hergehen und hier diese äh, äh, hellen äh, Lichter rausnehmen, die natürlich da sind, weil ich das so lange hingehalten habe, damit das Gesicht beleuchtet ist. Einfach Shift-Taste Backspace drücken und inhaltsbasiert füllen sollte das Problem lösen. Das gleiche machen wir an dieser Stelle. Shift, Backspace, Inhaltsbasiert füllen. Und was wir natürlich auch machen, ist, wir machen das mit diesen Lichtern, die völlig störend sind, und hier mit diesem Licht. Immer das Gleiche, da unten haben wir noch was. Wenn es jetzt da so feine Flecken gibt wie das, daher kümmern wir uns nachher drum. Und was wir dann natürlich auch tun können, ist hier äh, schauen, ob man auch diesen Teil da in irgendeiner Form wegkriegen. Das wird jetzt mit inhaltsbasiert füllen nicht so gut hinhauen, doch haut hin. Perfekt, und dann können wir auch noch diesen Fleck hier machen mit Inhaltsbasiert füllen. Das ist super. Jetzt zoome ich ins Bild rein für diese hellen Stellen, und weil die so an der Grenze zwischen Pullover und Hintergrund sind, werde ich das Ganze jetzt hier mit dem äh, Bereichsreparaturpinsel machen. Ähm, die Pinselspitze ungefähr so groß einstellen, dass es circa das verdeckt, was ich retuschieren möchte, und dann einfach nur über diese Stellen drüber malen, mehr nicht. Und wir sehen, das Ganze ist schon wesentlich sinnvoller. Das Ganze werden wir jetzt speichern und mit Steuerung W wieder übergeben, also schließen das Fenster und übergeben am Lightroom. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen, weil wir ein paar Bearbeitungsschritte gemacht haben. Das heißt, das Ganze zu speichern ist jetzt ein bisschen aufwendiger, aber funktioniert natürlich super. Und jetzt möchte ich euch dann gern zeigen, wie man mit dem Topaz Sharpen AI hier auch wirklich ein schönes Bild zusammenbekommt. Es ist jetzt schon wesentlich besser, wenn man sich das anschaut, als es zuvor war mit diesen ganzen störenden Lichtern, aber nach wie vor ist das Problem einfach das, dass wir hier im Gesicht einfach eine Unschärfe drinnen haben. Und diese Unschärfe, die möchten wir gerne hier naja, wie soll ich denn sagen, ähm, entfernen und da kann man mit rechter Maustaste ähm, bearbeiten in, in unser Topaz Sharpen AI gehen. Da muss man sich gar nicht auskennen mit dem Programm, das erkennt automatisch, wo das Problem des Fotos liegt und wie stark dieses Problem ist und korrigiert das. Und jetzt schaut sich euch einmal bitte an, hier links war das Foto vorher. Hier rechts ist das Foto nachher. Das ist jetzt richtig knackig scharf. Da herum herüben ist es völlig verschwommen. Ich habe nichts gemacht. Ähm, er hat das alles von sich aus ausgebessert. Ich brauche nur mehr auf Apply zu klicken, das Foto zu übergeben an mein InDesign. Und schon habe ich aus einem Naja-scharfen Foto ein scharfes Foto gemacht. Also wenn ihr euch den Vergleich hier jetzt anschaut, ähm, ich werde es kurz anders darstellen, wenn ihr euch den Vergleich jetzt anschaut, ich zoome da rein, zwischen diesem Bild, das ist das vorher, und diesem Bild, das ist das Nachher, dann ist das Wahnsinn, was dieses Programm da rausholen kann. Und das Foto kann man jetzt natürlich prima verwenden. Auch hier würde ich über das Entwickeln-Modul hergehen wollen und das Ganze wieder im Hochformat darstellen. Gefällt mir an dieser Stelle besser. Genau. Das ist eine großartige Sache. Bei diesem Bild würde ich von der Bearbeitung her ähnlich vorgehen wie bei dem zuvor. Das heißt, die würde hergehen und würde über die Grundeinstellungen die Lichter runterbringen, dass das Blau rauskommt, ich würde im Gegenzug dazu ein bisschen Kontrast reinbringen, die Belichtung vielleicht ein bisschen anheben, ganz vorsichtig, die Tiefen... Äh, ja, kommt darauf an, ob man jetzt den Hintergrund mit drinnen haben will, dann kann man sie aufhellen, Schaut auch ganz hübsch aus oder eben einfach nur mehr abdunkeln, dass das Ganze da hinten so im Schwarz verläuft. Das könnt ihr euch aussuchen, wie ihr gerne möchtet. Ich werde es jetzt im Hintergrund einmal heller machen. Weiß- und Schwarzpunkt setzen, Struktur, Klarheit und Dynamik. Und dann würde ich das gleiche wie vorher in Photoshop machen mit diesem Bild, nämlich den Schriftzug nach unten spiegeln. Damit die ganze Sache cool ausschaut. Hier gleiche Bearbeitung ähm, Lichter wieder runter und schon kriegen wir die Farben in diesem Bild. Und das ist mir so wichtig. Das ist das massivste oder der massivste Eingriff, das Beste, was man tun kann für solche Fotos, ist halt einfach, dass man hergeht und die Farben zum Leuchten bringt, wenn es nicht ganz ausgebrannt ist. Und wie gesagt, schaut euch das Rechte, schaut euch das Linke an. Das ist ein massiver. Unterschied, den wir hier haben. Genau. Ähm, zu dem Bild wollte ich noch was sagen, das finde ich grundsätzlich ein mega geniales Bild, also richtig, richtig schön. Ähm, da wieder mit den Farben zurückgehen, Belichtung, eine kleine Spur anziehen äh, und hier entsprechend äh, heller machen, damit wir da unten auch die weißen Linien haben. Also, das ist wirklich perfekt. Die Kleinigkeit, die schwierig ist, ist, dass es hier abgeschnitten ist. Also, wenn man da jetzt Meckern auf hohem Niveau betreiben möchte, dann wäre es das, dass das hier abgeschnitten ist. Da würde ich tatsächlich überlegen, ob ich den Teil nicht wegretuschiere bis daher, ähm, damit es nicht abgeschnitten ausschaut oder mit Photoshop versuche, irgendein Teil dran zu machen. Aber das wird schwierig werden. Ähm, aber das ist ein Mega-Foto. Es gibt zwar von Apple vor ein paar Jahren offizielle Wallpaper geben, äh, in denen genau so ein Bild eingesetzt worden ist. Genau. Und ja, und das, was ich euch dann noch zeigen möchte, ist eben hier dieses Bild. Auch da ist es in der Bearbeitung wieder wichtig, die Lichter runterzunehmen, um hier die Farben entsprechend äh, hinzukriegen. Allerdings wird uns dann das Gesicht und der restliche Körper zu dunkel. Das heißt, wir bearbeiten im ersten Schritt einmal das Bild für ich sage jetzt einmal das Licht, damit das möglichst optimal dargestellt wird. So, und dann gehen wir her, zoomen rein in die ganze Sache, nehmen uns hier entweder mit Motiv auswählen, schauen wir mal, ob er als Motiv jetzt tatsächlich nur die Leonie erkennt, na, tut er nicht, weil er alles erkennt, was hier im Fokus ist. Das heißt, diese Maske löschen wir wieder. Dann nehmen wir der Einfachheit halber einfach an. Radialverlauf, packen den so auf die Leonie, dass sie, bis, dass sie bis zum Oberkörper geht und wollen jetzt hier die Belichtung anziehen. Wollen jetzt hier die Lichter eine Spur runternehmen und die Tiefen etwas aufhellen und dann können wir mit dem spüren, so lang, bis es natürlich beleuchtet ausschaut und nicht irgendwie ähm, creepy. Und dann, wenn man sich jetzt hier den Vergleich der beiden Bilder anschaut, dann kriegt man da ein wirklich schön ausgeleuchtetes Foto zusammen. Der Rest der Bearbeitung ist wieder dasselbe. Genau. Ich bin mega begeistert, meine Lieben, von den tollen Fotos, die ihr gemacht habt. Die sind wirklich großartig. Der Photo Walk war mega, hat mir richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht. An der Stelle wieder ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar für den nächsten Fotowalk Milchstraße, der ist am 24. September ab 20 Uhr, wird circa bis 23, 23, 30 dauern. Ähm, da wollen wir die Milchstraße, den Sternenhimmel fotografieren. Genaue Location gebe ich noch bekannt, weil man noch anschauen muss, wo man die Milchstraßen am besten sehen. Wird in Graz bzw. der näheren Umgebung stattfinden, auf jeden Fall. Und was wir uns dann natürlich noch anschauen müssen ist das Wetter. Das ist ein Fotowalk, wo man selbst mit der Hilfe von Thomas nicht mehr irgendwohin ausweichen kann, wo man im Trockenen stehen, sondern wenn es da bewölkt ist, gibt es keine Milchstraße. Da wird es also und da möchte ich gleich vorwarnen an dieser Stelle einen Ersatztermin geben. Der Ersatztermin ist einfach eine Verschiebung um eine Woche, sofern äh, in irgendeiner Form erkennbar ist meteorologisch, dass sich hier in dieser Woche auch tatsächlich was tut. Genau. An der Stelle, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich euch gezeigt habe. Da ist jetzt nicht so viel zu bearbeiten und auch die Bildbesprechung ähm, fällt etwas kürzer aus, natürlich bei solchen Fotos, weil man halt sagen muss, klarerweise, ähm, ja, da gibt es jetzt nicht so unterschiedliche Bearbeitungen. Das ist alles gleich. Der Unterschied ist, der größte Unterschied ist eben, wie gesagt, noch in der Bearbeitung hier. Von solchen Porträts. Ah, ich wollte noch was herzagen, um Gottes Willen. Ich wollte euch ja noch zeigen, wie man das Tor in dieses Foto kriegen. Das können wir uns auf keinen Fall entgehen lassen. Als erstes wollen wir natürlich das Bild bearbeiten, Licht darunter, die Tiefen können wir möglicherweise einfach lassen, Kontrast etwas erhöhen, die Belichtung insgesamt vielleicht ein bisschen rauf dann eben noch Weißpunkt und Schwarzpunkt setzen, Struktur und Klarheit und auch den Dynamikregler anheben und dann ruhig hier reingehen und wiederum mit äh, dem radialen Verlauf hier über den Joel die Belichtung auf ihm aufhellen, aufpassen, dass es nicht zu auffällig wird. Ja das soll einfach nur so sein, dass es ein bisschen heller geworden ist. Also, wenn man es jetzt im Vergleich anschaut, ist er hier einfach schöner ausgeleuchtet. Nachdem das in der gleichen Situation fotografiert wurde, können wir hier dieses Bild als erstes markieren, als zweites dann mit gedrückter Steuerungs- oder eben Command-Taste dieses Bild hier und dann können wir die Einstellungen synchronisieren. Was wir nicht synchronisieren wollen, sind Masken das Freistellen an etwaigen Bereichsreparaturpinsel, aber das können wir jetzt einmal synchronisieren. Jetzt sind die beiden Bilder grundlegend bearbeitet. Gut, die Schärfe haben wir vergessen, aber das macht ja nichts. Jetzt markieren wir beide Bilder, rechte Maustaste, bearbeiten ihn und wählen dann, das kennen wir vom letzten Mal schon, in Photoshop als Ebenen öffnen. Das ist da. Letzte Punkt in der Liste in Photoshop als Ebenen öffnen. Das wählen wir uns jetzt aus. Dann werden die beiden Bilder übereinander gelegt. Was wir jetzt tun, ist, vom darüberliegenden Bild werden wir die Deckkraft reduzieren, dass wir durchsehen. Wir werden das Bild dann zum einen genau auf dem Joel legen und zum zweiten mit Steuerung t oder Command-T transformieren, damit der Joel auf beiden Bildern gleich groß ist. Und wir so auch unser Tor richtig positionieren können. Ihr seht, sie versucht es da jetzt an den Beinen auszurichten. Das ist mir jetzt gelungen. Dann stellen wir die Deckkraft wieder auf 100%, legen eine Maske an und jetzt machen wir das Gegenteil von dem, was wir haben wollen. Weil wir sehen ja ansonsten, wenn wir es richtig machen würden, nämlich alles weglöschen und dann nur das Tor reinmalen, wir sehen ja nicht, wo das Tor ist. Was man aber sehr wohl sehen ist, wenn wir hier mit dem Pinsel der Vordergrundfarbe schwarz und der Pinsel sollte jetzt nicht allzu groß sein, also ich sage einmal ungefähr so groß wie das Tor, einfach das Tor wegmalen, das können wir ja, dann ist ja das Gegenteil davon eigentlich, das Tor hinzumalen, wenn wir die Maske später umkehren werden. Das mache ich jetzt da mal. Natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, hier die Spiegelung mitzunehmen. Da können wir ein bisschen großzügiger sein. Dann malen wir hier oben rüber. Das ist jetzt alles schwarzer Pinsel auf der Maske. Einfach hier drüber malen. Und dann noch hier nach unten. Nicht zu großzügig, also das sollte schon nahezu nur dieser grüne Bereich sein. Aber wie gesagt, hier nicht vergessen, auch das hier unten ein bisschen mitzumalen. Dann klicken wir die Maske an und drücken Steuerung oder Command I, um das Ganze umzukehren. Und weil die Maske jetzt umgedreht ist, also alles, was schwarz war, ist jetzt weiß und alles, was weiß war, ist jetzt schwarz, ähm, sehen wir, dass das ganz gut funktioniert hat. Und jetzt können wir auf der Maske diesmal äh, hier korrigieren. Das heißt, wir wollen jetzt in schwarz sozusagen tatsächlich die Dinge wegmalen, die wir nicht haben wollen, also die störend sind. Da so ein bisschen drüber malen, die müsste man noch ausretuschieren. Dann wollen wir hier nicht die Graslinie unterbrechen und auch hier nicht. Und ansonsten ist es eigentlich sehr sauber geworden, überraschenderweise, was ich da gemacht habe. Ja, perfekt. Und jetzt haben wir das Tor da mit drinnen. Können das Ganze speichern? Mit STRG W wieder schließen. Und dann haben wir das hier in unserem Lightroom drinnen und können es jetzt entsprechend beschneiden, da ein bisschen enger schneiden die ganze Sache, damit wir hier diesen hellen Bereich rauskriegen, vielleicht irgendwie so. ihr hätte gerne einen Zebrastreifen da unten nur mit dem Bild und dann schaut es ganz fein aus. Wir haben auch hier eine Unschärfe drinnen und ich es euch noch einmal über rechte Maustaste bearbeiten in Topaz Sharpen AI. Werden wir schauen, was man da rauskriegen. Das ist jetzt keine Werbung, also äh, Topaz zahlt mir nichts dafür, dass ich euch das da erzähle. Aber ich erzähle euch das gern, weil es wirklich ein fantastisches Programm ist. Schaut sich den Unterschied einmal an, bitte. Ich zoome da jetzt nur ein bisschen rein ähm, ins Bild und zeige euch. Wie da der Unterschied ist. Und das ist aus meiner Sicht ein massiver. Links vorher, rechts nachher. Das zahlt sich auf jeden Fall aus für äh, das Schärfen von Bildern. Ich schärfe alle meine Bilder mit dem, ähm, weil es halt, wie gesagt, einfach eine gute Geschichte ist, aus meiner Sicht. Topaz Schalp mehr. Wenn ihr Fragen habt, ich bin natürlich noch etwas da, bitte diese Fragen einfach in den Chat schreiben. Ich darf an der Stelle meine E-Mail-Adresse einblenden: christian.photowalks.online. Falls ihr mir ein E-Mail schreiben möchtet, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch anmelden möchtet für den nächsten Photowalk oder irgendwas ähnliches, bitte einfach an christian.photowalks.online schicken. Ähm, der nächste Photowalk, wie gesagt, Milchstraßenfotografie am 24. September ab 20 Uhr. Ähm, ansonsten, wie gesagt, bitte gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen beziehungsweise auf Facebook. Fragen bitte, bitte, bitte gerne in den Chat schreiben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen was gelernt hier, wie man in Lightroom solche Bilder bearbeitet, die halte das immer für sehr spannend, äh, diese ganzen Bearbeitungen an den unterschiedlichsten Themen, die man so in, Foto, äh, in, in, in den Photo-Walks haben, ähm, sich ein bisschen anzuschauen, weil das natürlich dann so, man lernt da ein bisschen was für die Art von Fotos, da ein bisschen was für die Art von Fotos und hat am Ende dann so eine Werkzeugkiste sozusagen mit all diesen Werkzeugen drinnen, um das bearbeiten zu können. Genau. Wenn es Fragen gibt, bitte in den Chat schreiben. Ansonsten darf ich Danke sagen. Danke für eure Zeit. Danke fürs Zuschauen. Super, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, den einen oder die andere von euch beim nächsten Fotowalk oder spätestens beim übernächsten, das ist dann am Leopold-Steiner-See im Übrigen, ähm, wiederzusehen. Ähm, Freue mich schon sehr drauf. Danke euch für eure Zeit. Wünsche einen schönen Abend. Und ich bin natürlich nur da, um etwaige Fragen zu beantworten. Das freut mich sehr, liebe Evelyn, dass es dir gefallen hat. Ich danke dir fürs Zuschauen, fürs live dabei sein und äh, freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Wenn dir irgendwas brauchst, wenn es irgendwas gibt, bitte einfach schreiben. Ähm, ich darf mich bei euch bedanken, wünsche einen schönen Abend, macht es gut.